Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das ICC ist zweifellos ein Gebäude von erheblichen kulturhistorischen und auch zeitgeschichtlichen Wert, aber es ist gleichwohl natürlich auch seit vielen, vielen Jahren ein ungelöstes Problem. Und das liegt daran, dass nicht nur aufgrund seiner Baulichkeit es nicht so einfach wirtschaftlich zu betreiben ist, sondern es liegt auch daran, dass immer widerstreitende und nicht übereinzubringende Anforderungen an dieses Gebäude und an den Umgang mit diesem Gebäude gestellt worden sind. Einerseits Kongresszentrum, funktionierendes Kongresszentrum, dafür ist es, um es wirtschaftlich zu betreiben, nur sehr begrenzt geeignet. Andererseits erhebliche Sanierungskosten und die Nichtbereitschaft, sozusagen dafür das nötige Geld in die Hand zu nehmen. Herr Mayer, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Ihre Prognose richtig ist, dass hier in Kürze eine Entscheidung ansteht. Weil das ganze Verhalten dieser Koalition deutet nicht darauf hin, und das Problem ist ja auch ein schwieriges. Also der Kollege Freiberg hat, glaube ich, in den vorletzten Haushaltsberatungen angekündigt, ja, Sie, dass noch während dieser vorletzten Haushaltsberatung das Problem des ICC gelöst werden würde. Das war eine sehr mutige Aussage. Sie hat sich als nicht ganz zutreffend erwiesen. Ich glaube, das Problem wird uns auch noch eine Weile bleiben. Nein, es gibt in diesem Haus bisher zwei Positionen zum Umgang mit dem ICC und eine Nichtposition. Die Position der Grünen sagt, wir wollen dieses Haus als Kongresszentrum für ein Kongresszentrum sanieren und sind bereit dafür, das aufzuwenden, was es halt kostet. Und das wird erheblich sein, und es liegt deutlich jenseits der Zahlen von 200 Millionen Euro, die jetzt hier in der Investitionsplanung schlummern. Dann gibt es die Position meiner Fraktion, die sagt, nee, wir wollen dieses Geld dafür nicht aufwenden. Wir denken, in der derzeitigen Situation von Berlin gibt es an anderer Stelle sinnvoller einen Investitionsbedarf. Und dann gibt es die Nichtposition von Koalition und Senat, und die drückt sich auch in der Koalitionsvereinbarung wieder. Sie sagt, wir wollen das ICC sanieren, aber wir wollen das nötige Geld dafür nicht ausgeben. Und oh Wunder, die 200 Millionen reichen nicht, das weiß jeder. Nun wurde der Senat beauftragt zu sagen, oh, wir finden jetzt eine neue Lösung. Wir wollen jetzt privates Geld dafür einwerben und wir geben eine Studie in Auftrag. Und was kommt bei der Studie raus? Nicht nur im Übrigen, dass der Kollege Wolf seinerzeit recht gehabt hat in der Frage, inwieweit es wirtschaftlich als Kongresszentrum zu betreiben ist, sondern es kommt auch bei raus, es stimmt, die 200 Millionen reichen nicht. Tatsächlich, hört, hört. Gibt es in irgendeiner Form eine Entscheidung, die daraus folgt? Nein, die folgt nicht. Und auch, oh Wunder, was kommt raus bei der Studie? Also die einzige Variante, wo man nur ein bisschen 50 Millionen drauf zahlt, zusätzlich zu den 200 Millionen, ist die Variante Einzelhandelsnutzung. So. Nun gibt es dagegen verständlicherweise nicht nur finanzpolitische, sondern vor allen Dingen wirtschaftspolitische Vorbehalte. Das kann man verstehen, weil das natürlich in Konkurrenz tritt zu anderen Einzelhandelsstandorten und so weiter. So. Und nun, was kommt jetzt raus? Der Senat in seiner Nichtposition wird jetzt also sozusagen die nächste Schiebeverfügung machen, wird sagen, also was machen wir jetzt? Nicht Einzelhandel, aber nur 200 Millionen. Wir machen noch eine Untersuchung. Und was wird passieren? Nichts. Also diese ganze Geschichte wird fortgetragen. Und was ist das Ergebnis dieser Nichtposition? Das Ergebnis der Nichtposition ist, dass faktisch die Koalition sich immer weiter unserer Position annähert. Nämlich wir geben das Geld da nicht aus. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten insofern, ich bin jetzt am Ende, Entschuldigung, müssen wir jetzt nicht weiter verlängern. Ist eine schöne Idee, aber ich glaube, es ist richtig, an dieser Stelle sich ehrlich zu machen und dem Senat zu sagen, nun legt doch mal die Zahlen für die anderen Varianten auf den Tisch, deswegen werden wir dem Antrag auch zustimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass dabei Überraschendes bei rauskommt.